Die zweiten 45 Minuten laufen jetzt also hier. Und wenn die absolviert sind, ist die Hälfte der Gruppenphase schon vorbei. Gnabry. Da ist Kimmich. Serge Gnabry. Viel Platz da in der Mitte. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Kaan Ayhan. Mevlüt Erdinç. So, Angriff jetzt der Türkei. Mehmet Topal. Kaan Ayhan. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Vielleicht der Anschlusstreffer. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Sané. Klasse, wie er dahin geht. Gibt Einwurf. Hummels. Nico Schulz. Ballbesitz bei Boateng. Gnabry. Am Ball Groß. Deutschland mit Drang nach vorne. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Kimmich. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Goretzka. Timo Werner. Thomas Müller. Gut abgeblockt. Mevlüt Erdinç. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Kaan Ayhan. Guter Einsatz, das war wichtig. Und Groß. Nico Schulz. Ein Pass mit viel Auge. Gute Chance. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann nimmt sich Timo Werner aus der Mitteldistanz ein Herz, hält einfach mal drauf und wird belohnt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Jonas Mali.
Er bricht erstmal ab, wartet auf die Kollegen. Ballverlust bei der Türkei. Jetzt Marco Reus. Jetzt Kroos. Nico Schulz. Sané. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Am Ball Sané. Toni Kroos am Ball. Ja, klasse Pass. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Ja, immer wieder diese schönen Pässe. Nun Vorland. Süle. Hummels. Nico Schulz. Sané. Da ist Hummels. Da ist Neuer. Da ist Süle. Kimmich. Süle. Toni Kroos am Ball. Nico Schulz. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Ja, starker Pass. Und Kroos. Gnabry. Kimmich. Schönes Anspiel. Und es geht mit Abstoß weiter. Und jetzt wollen sie wechseln. Nico Schulz. Rückpass hier zum Keeper. Nico Schulz. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und jetzt Hummels. Süle. Weiter geht es mit einem Einwurf. Shagla Suyuncu. Die Türkei jetzt mit dem Angriff. Und da gibt er Freistoß. Ball kommt in den 16er. Sané. Schulz. Da ist Hummels. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Kroos.
Kimmich. Serge Gnabry. Müller, das muss es doch sein. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Die Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Cengiz Sünder. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Ozan Kabak. Enes Ünal. Ein fantastisches Tor. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Süle. Da ist Kimmich. Ball ist bei Süle. Und jetzt Hummels. Nico Schulz. Und jetzt Toni Kroos. Volland. Toni Kroos am Ball. Süle. Kimmich. Toni Kroos jetzt. Da ist Reus. Kevin Volland. Volland! Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Gibt Ecke. Ecke Kroos. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Klasse Einsatz. Cengiz Sünder. Hummels am Ball. Süle. Gnabry. Kimmich. Am Ball Kroos. Das macht er gut. Gutes Tackling auf außen. Kahn Ayhan. Jetzt Kroos am Ball. Kimmich. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da ist Kimmich. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Nico Schulz. Und Volland. Da ist Kimmich. Gnabry. Ball ist bei Volland. Chance Kevin Volland. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei.
Kahn Ayhan. Da erobert er den Ball. Und Müller. Da ist Kimmich. Jetzt Volland. Jetzt Thomas Müller. Der Schuss von Müller. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Süle. Toni Kroos am Ball. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und jetzt Müller. Müller! Chance lebt noch. Ballverlust bei der Türkei. Reus. Gute Aktion. Gefährlich, immer noch. Tor Kevin Volland. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Mevlüt Erdinç. Çalhanoğlu. Gnabry. Süle. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe hier. Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Sehen wir heute nicht zum ersten Mal bei Ihnen. Immer wieder klasse Pässe. Ja, der Ball läuft exzellent. Das ist eine Ihrer großen Stärken. Anspiel kommt gut. Sané ist kaum vom Ball zu trennen. Super Trick, er kommt vorbei. Ball kommt in die Mitte. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Süle. Toni Kroos jetzt. Ball ist bei Süle. Nico Schulz. Nun Mats Hummels. Am Ball Kroos. Kimmich. Thomas Müller jetzt. Die DFB-Elf greift hier an. Die Gelegenheit für die Flanke. Nee, der Ball ist erstmal weg. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gute Aktion. Hummels. Mats Hummels ist für ihr Spiel extrem wichtig, Buschi. Warum? Na ja, zum einen hält er den Laden hinten zusammen, aber fast noch wichtiger ist die sehr, sehr kluge Spieleröffnung. Damit ist er oft an der Entstehung von Torchancen direkt beteiligt. Süle. Groß am Ball. Da ist Müller. Kimmich. Süle. Müller am Ball.
Jetzt Hummels am Ball. Schulz mit dem Ball. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Jetzt Müller. Die Türkei mit dem Einwurf jetzt. Mehmet Topal. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Mevlüt Erdinç. Die Türken mit dem Ballverlust. Süle. Da ist Hummels. Ja, klasse Pass. Ballverlust bei der Türkei. Unaufhaltsam Serge Gnabry. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ganz stark. Ozan Kabak. Cengiz Sünder. Er schirmt den Ball ab. Da wäre Platz für den Konter. Da kommt der Konter. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Gute Chance für eine Flanke. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Kimmich. Da ist Müller. Reus. Reus jetzt. Das deutsche Team verliert den Ball. Jetzt ist das Spiel gleich um und man muss sagen, spannend war es nicht heute. Dazu waren sie zu überlegen. Kann Ayhan jetzt. Gnabry. Da ist Müller. Ballverlust der deutschen Mannschaft. Cengiz Sünder ist das. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Nachspielzeit angezeigt. Es gibt 5 Minuten drauf. Das Ding hier ist noch nicht durch. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Süle. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Cengiz Sünder. So, Angriff jetzt der Türkei. Mevlüt Erdinç. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Gnabry. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Cengiz Sünder. Kaan Ayhan. Ganz energisch. Calhanoglu. Macht das da gut.
Er gibt es Foul und Freistoß. Nico Schulz. Das macht er gut. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Reus, das ist die Chance. Tor für Deutschland. Kurz vor Schluss treffen sie ja nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.